Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der letzten Sitzungswoche vor Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Die Familien kommen zusammen, um miteinander Weihnachten zu feiern. Aber es gibt auch Menschen, die mit großer Liebe und Hingabe sich an Weihnachten um die Menschen kümmern, die alleine sind, zum Beispiel in Krankenhäusern, in Altenheimen. Es gibt Menschen in der Jugendhilfe, die sich mit Liebe und Hingabe um die Jugendlichen kümmern, die keine intakten Familien haben, oder sich mit Liebe und Hingabe um Flüchtlinge kümmern, die in der Jugendhilfe ankommen. Diese Menschen arbeiten 24 Stunden, sieben Tage mit Nachtschicht, mit großer Leidenschaft. Und natürlich gehören auch viele andere Berufe noch dazu. Und wenn die heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar Geschenke wie Weihrauch, Myrrhe und Gold aufwarteten, machen Sie in der Ampel diesen Menschen der arbeitenden Mitte keine schönen Geschenke, auch wenn sie schön verpackt sind. Und so steht zum Beispiel auf dem Geschenkpapier Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Packt man das Geschenk aus, so kommt es ab 2024 zu einer deutlichen Erhöhung der Benzin- und Dieselpreise für diejenigen, die jeden Tag mit ihrem Auto privat in die Arbeit fahren müssen. Und auf dem anderen Geschenkpapier steht Förderung von Maßnahmen für den Klimaschutz. Packt man dieses Geschenk aus, streichen Sie großzügig bei den notwendigen Förderprogrammen zum Heizungstausch von neuen Elektrofahrzeugen. Die Entlastung des Strompreises haben Sie auch gestrichen, und es belastet wieder diese arbeitende Mitte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auf dem dritten Päckchen steht auf dem Geschenkpapier sozialer Zusammenhalt und Teilhabe. Packt man dieses Päckchen aus, dann stellt man fest, lieber Kollege Mordhorst, weil Sie von Riesenentlastungen gesprochen haben, dass es genau zu Belastungen kommt ab 2024. Es gibt keine Entlastungsmaßnahmen, es gibt weniger netto, denn die Anpassung der Tarifeckwerte wird durch die höheren Sozialabgaben aufgefressen, lieber Kollege. Und in einem Interview, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Christian Lindner sagt er, ich bin absolut davon überzeugt, dass sich Arbeit immer lohnen muss, insbesondere im Vergleich zu Nichtarbeiten. Ich teile lieber Kollege diese Überzeugung. Ja, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Maximilian Mottos? Selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm, Frau Präsidentin, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben jetzt mich angesprochen und einige Belastungen angesprochen, die jetzt angeblich durch diese Ampel kommen. Ich möchte mal einige nennen, die Sie als Union ausdrücklich mitgetragen haben, die Sie vielleicht sogar intendiert haben, die wir jetzt ausführen. Ich nenne die Plastikabgabe, die seitens der EU eingeführt wurde. Ich nenne die Lkw-Maut, die seitens der EU eingeführt wurde. Der CO2-Preis geht jetzt nach dem Plan der Großen Koalition, den Sie vorbereitet haben. Und wenn Sie bei der Zeitenwende immer davon sprechen, dass wir uns in irgendeine Richtung drehen müssten, meinen Sie vielleicht, dass Sie sich selbst weg von Ihrer Zeit als Regierung drehen müssten? Und haben Sie darüber mal mit Ihren Länderchefs und der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesprochen? Ja, lieber Herr Kollege Mordhorst, ich hätte mich an Ihrer Stelle wirklich zu dem Thema jetzt, glaube ich, nicht gemeldet, weil die FDP hat es in den Wahlkampf angetreten. Mit uns gibt es keine Steuererhöhungen. Jetzt erhöhen Sie den CO2-Preis. Sie erhöhen damit den Benzinpreis. Sie machen den Strompreis hoch. Sie machen die Einkommensteuerentlastung nicht. Sie setzen kein Wachstumschancengesetz durch. Nichts passiert. Im Gegenteil, die Bürger werden durch die Politik der FDP Stück für Stück belastet und jeden Tag ein Stück ärmer gemacht, lieber Herr Kollege Mordhorst. Das ist die Wahrheit. Insofern stellen Sie solche Fragen, dann müssen Sie auch solche Antworten akzeptieren. In einem dritten Päckchen, das habe ich ja erwähnt, kommt eben eine Netto-Nicht-Entlastung, sondern Belastung für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Und Sie sagen, was sagen Sie, Herr Lindner, wenn Sie den Menschen ab 2024 Geld wegnehmen? Was sagen Sie dieser arbeitenden Mitte, die 24 Stunden, sieben Tage arbeitet, wenn sie nächstes Jahr weniger haben und sich das Arbeiten eben nicht mehr lohnt? Sie nehmen den Menschen dieses Geld weg. Und ich sage Ihnen auch, dass es 2024 eben zu weniger Geld kommt. Höhere Strompreise durch unfähige Klimapolitik, das hätten Sie dieses Jahr durchaus machen können, durch eine Verlängerung der Kernkraftwerke, höhere Lebenshaltungskosten, damit auch höhere Mieten durch Inflation, höhere Spritpreise durch Erhöhung des CO2-Preises hätten Sie nicht machen müssen, haben Sie jetzt im Haushalt gemacht, um Ihre ganze Umverteilung zu finanzieren, höhere Versicherungskosten durch Erhöhung der Versicherungssteuer und weniger Motivation für die Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Das ist das Ergebnis Ihrer Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie machen die Menschen damit jeden Tag ein Stück ärmer. Und wenn es die arbeitende Mitte dann trotzdem schafft, Geld zu sparen, Eigentum zu schaffen,
dann nehmen Sie das Geld spätestens im Erbfall wieder weg. Und zwar mit einer Erhöhung der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Sie hätten mit der automatisierten Erhöhung der Immobilienbewertung dringend die Freibeträge erhöhen müssen. Alleine die inflationsbedingte Bereinigung der Freibeträge, hören Sie zu, sind 65%. Damit wäre auch die normale Erbe und der normale Schenkfall machbar gewesen. Aber das haben Sie abgelehnt, um Ihren Haushalt zu finanzieren. Das ist der Punkt. Und die SPD fordert auf ihrem Parteitag noch Reichenabgabe, Vermögensabschöpfung und Vermögensverteilung. Übrigens, bei Ihnen sind die Reichen schon die ab dem Spitzensteuersatz mit 62.000 Euro. Also, das ist die Wahrheit, die Sie machen. Das ist eine unsoziale Politik und fördert in Wahrheit nicht den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das ist übrigens auch Wasser auf die Mühlen für eine weitere Radikalisierung in der Politik. Und schauen Sie, Ihr Verhalten zeigt es doch ganz deutlich. Wenn man konstruktive Kritik äußert und in eine sachliche politische Debatte geht, dann gilt nur Ihre Meinung, anstatt einer echten demokratischen Debatte zugänglich zu sein. Das ist ein seltsames Demokratieverständnis, was Sie hier als Ampel aufführen. Und übrigens führt es auch zu einer Abkehr der Menschen von der Politik, denn sie wollen eine sachorientierte und sachliche Debatte hier im Deutschen Bundestag. Wir brauchen dringend Entlastung im nächsten Jahr für die steuerliche Mitte. Wir brauchen für die kleinen und mittleren Einkommen eine Verschiebung der Einkommensteuerkurve. Wir haben hier zahlreiche Vorschläge gemacht. Sie haben die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und trotzdem schaffen Sie es nicht, hier einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Und anstatt zu sparen und zu priorisieren, kommt in dem Paket zum Haushalt auf den Geschenkverkehr Ergebnisüberschreitung. Ergebnisüberschreitung heißt aber nichts anderes als Neuverschuldung und Belastung und Mehrausgaben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, man sollte unter den Weihnachtsbaum ein Ampelwörterbuch legen. Bazooka, Doppelwumms, Zeitenwende, Deutschlandpakt, Sondervermögen, Ergebnisüberschreitung meinen nichts anderes als Mehrbelastung, Umverteilung und Leistungsminderung, genau bei denjenigen, die jeden Tag arbeiten. Und wenn Sie für 2024 mir einen Wunsch erfüllen könnten, dann wäre das der Wunsch auch der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen eine neue Regierung in 2024. Das Einzige, was Sie geschafft haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, ist der Kohleausstieg, denn die Kohle der arbeitenden Mitte ist weg. Herzlichen Dank.